Ursachen von Zahnverfärbungen. Ja, das ist Alterungsprozess, Konsum von färbenden Lebens- und Genussmitteln wie alkoholische Getränke, Tee, Cola, Tabak, Kaffee, Rotwein, auch manche Gewürze. Mundspülungen und Medikamente können auch die Zähne verfärben. Unfälle, Trauma, am meisten kommt dann zum Absterben des Zahnmarks oder einer Wurzelbehandlung und natürlich genetisch bedingt. Was heißt Bleaching? Das ist eine Methode, Zähne aus ästhetischen Gründen aufzuhellen. Am häufigsten eingesetzten Mittel basieren auf Wasserstoffperoxid. Bleaching-Gele werden auf die Zahnoberfläche aufgetragen und dann durch einen Oxidationsprozess werden die Farbstoffe entfärbt. Wer soll darauf verzichten? Ja, Minderjährige, Schwangere und stillende Frauen und Patienten mit kariösem Gebiss oder Zahnfleischentzündungen, Blutungen, hypersensiblen Zahnhälsen oder Zähnen. Das gehört zuerst vortherapiert und erst dann können wir bleachen. Welche Nebenwirkungen sind möglich? Nach der Zahnaufhellung kann es kurzfristig zur Überempfindlichkeit kommen. Aus unseren klinischen Erfahrungen kommt das sehr selten vor. Zum Abschluss der Behandlung, wir tragen auch ein Desensibilisierungsgel und der hat kariesschützenden Effekt und wirkt auch schmerzstärkend. Die Studien haben nachgewiesen, dass die Patienten nach der Zahnaufhellung viel besser die Zähne pflegen und damit sind die Zähne auch weniger kariesanfällig. Zu häufige Zahnaufhellung ist nicht gut. Alles, was übertrieben ist, ist natürlich nicht gut und die Indikationsstellung sollte nur unter zahnärztlicher Kontrolle erfolgen. Welche Methoden der Zahnaufhellung gibt es? Wir fangen mit Home Bleaching, weil die Bleaching zu Hause ist sehr unter Patienten beliebt. Zuerst wird eine individuelle Zahnschiene für den Patienten angefertigt. Dem Patienten wird vorgezeigt, wie er die Schiene benutzt. Und dann trägt der Patient die Schiene für ein paar Stunden tagsüber oder nachts zu Hause und nach einer Woche wird das Ergebnis kontrolliert. Voraussetzung für diese Methode ist ein gesundes Gebiss, das heißt kein Karies, keine Erkrankung des Zahnhalteapparates und keine undichte Füllungen. Backpulver, Salz, schwarze Zahnpasta, Zahnpasta mit Aufhellungseffekt. Alle diese Stoffe sind sehr abrasiv, man schmirgelt sich die eigenen Zähne weg. Dadurch werden die Zähne rau. Die Zähne, die rau sind, lagern viel schneller Farbstoffe an und werden kariesanfällig. Selber Zähne aufhellen, ja oder nein, eher nicht. Zur Vermeidung aller dieser Komplikationen sollte die Indikationsstellung beim Zahnarzt bleiben und Zahnaufhellung nur unter zahnärztlicher Kontrolle erfolgen.